Benny. So, das ist Benny. Benny ist 30, habe ich gerade festgestellt, ja. Genau wie ich. Wunderschön wie ich. Und auch einfach ein wunderschönes, schnelles Vehikel. Welches Auto ist es? Das ist ein Audi 100 S4 20V Turbo und C4 Karosse. Quasi also genau wie mein Fahrzeug. Wie genau. Ich sagen, ne? Ja. Selbe Basis. Was für ein Baujahr ist das Auto? Ist ein 93er und ich habe den seit 2009 erste Hand von einem Arzt gekauft. Echt? Ja, mit 110.000 Kilometer und habe den gar nicht angemeldet, gleich umgebaut. Ach, ging gleich los. Weißt du, was geil ist, Benni? Du hättest eigentlich mal den Arzt anrufen können, ob er runter mitfahren will mit seinem alten Auto. Der hatte 230 PS, komplett Serie und habe dann K27 600 PS gefahren. Krass. Bis 2011 und dann ging es los. Man will immer mehr. Naja, naja, ich habe das schon ein bisschen verfolgt, sag ich mal. Du warst ja schon sehr, sehr lange immer dran und hast viel probiert, viel umgebaut, immer neue Steps. Also es gibt bestimmt 10 Steps oder von dem Auto, wenn es reicht. Also vermutest du, dass es in Frolix genauso gehen wird? Ich denke schon. Also er sagt ja immer noch bis jetzt, ihm reicht das, er will dann nicht mehr und ich sage auch, kannst du vergessen. Frolix hatte mir schon erzählt, dass er K27 Turbolader fahren will mit Polygon, also S1. Ich sag mal, der Klang wird das wieder wegmachen, was ihm dann fehlen wird, sag ich mal, an der Leistung. Hast du so einen Lader auch mal gehabt? Ich habe noch einen Rallye Quattro und da fahre ich K27 S1 Pikes Peak Turbolader. Jawohl. Original. Ja. Also wie du, ne? Das ist auch, bei mir ist auch Pikes Peak für dich doch. Okay, ja. 3770 KHP. Der Klang ist Endstufe. Okay, also das ist so eine Charakteristik. Nur ich hab den vom Lader. Auf 2,5 Liter. Ich fahre immer viel 2,5 Liter. Ja? Weil mir das halt vom Drehmoment, Anstieg und so richtig gut gefällt. Ich muss mal ganz kurz einsteigen. Ja. Du hast ja gesagt, du hast direkt angefangen umzubauen. Also hast du von vornherein schon den Plan gehabt oder hast du vorher schon mal einen 5-Zylinder vor dem S4? Mit 16 hatte ich mein erstes S2 Coupé. Ja. Hab dann begleitetes Fahren gemacht mit 17. Geil. Und aber schon mit S2 Coupé, fett, jawohl, oder? Genau. Also mehr geht nicht. Ich war 2 Wochen 18, dann habe ich RS2 Umbau gemacht. Geil. Ach, und geil. Ja, so fing es an. Also warst du eigentlich schon immer bei 5-Zylinder auch, ne? Immer, ja. Mega. Zu Besuchen kommen auf jeden Fall, Benni, mal, oder? Ja, na klar, gerne. Können wir ja vielleicht verbinden. Ich feier deinen Dialekt so geil. Das ist so mega. Du hast ja eine eigene Firma, also BS Car Performance. Hier genau. Was machst du alles? Ich mache eigentlich nur 5-Zylinder. Speziell eigentlich nur Motorenbau. Am liebsten, Kunde bringt Motor, ausgebaut. Und kann holen, ein Bau fertig. Aber lass mal ums Auto sprechen jetzt ja nochmal. Also der aktuelle Stand ist es, glaube ich, der leistungsstärkste C4, S4, der mir so bekannt ist. Also schon seit längerer Zeit auch. Es gibt ja nicht viele C4, S4 allgemein. Ja. Eklund gab es früher in Schweden. Vorher Sturm in erster Bahn. Jens Eklund. Ging ja dann auf Fulltube. Ja. Gut, ich fahre halt da auch 2,5 Liter Block. Mit jetzt aktuell, ja? Ja, mit 92,80 Billetwelle. Also 92,80 Kub. Und habe den Block dann runter geplant, sodass er drehfreudiger wird. Ja. Und drehe jetzt gerade 8,8. Also jetzt in dem Lauf bin ich 8,6 gefahren. 8600 Umdrehungen und ja, wir können dann noch hoch. Ja. Und wir wollen heute halt mit Schaltung testen und am Abend vielleicht noch ein bisschen an der Leistungsschraube drehen. Alles klar. Zurzeit fahren wir aktuell jetzt 3,3 Bar. Das sind so 1000 PS am Rad. Am ich Rad? Du warst ja bei Paul oben auf dem Prüfstand. Ja, genau. Da hatte ich mich schon gewundert, weil der hat ja eigentlich nur einen Zweirad-Prüfstand. Ja, ich habe umgebaut auf Heckantrieb extra für Paul. Jetzt ist er wieder Allrad und ich muss sagen, Paul, danke nochmal. Mega Prüfstand, mega professionell, hat alles richtig gut funktioniert.
Das Geile ist wirklich, du klemmst an, kannst direkt Leistung abrufen, genau. Machst wieder aus. Und ich hätte immer gedacht, das dauert so lange zum Aufspannen und so. Ja, ja. Im Gegenteil. Das geht eigentlich rucki zucki. Und du hast das Schlupfproblem nicht, ne? Genau. Außer an der Kupplung halt. Ne? Ja. Aber was krass ist, wir können gleich mal einen schönen Gruß am Flo sagen, weil ich sehe gerade, du hast einen Ladermanufaktur-Lader. Natürlich. Flo ist ein Turbolader, absolut Hammer. Was hast du für eine Basis als Lader? Das ist ein LM4208. Ach, das ist der richtige LM-Lader von ihm. Genau, den, was er da krass. Steffen empfohlen hat. Wenn ich dir nächste Woche mal einen Turbolader schicke, den baust du mal auf deinen Motor und fährst den mal. Okay. Bei euch im nächsten Video. Ah, geil, den wird genau, Steffen quasi bekommen. Genau, den habe ich da drauf. Und bist zufrieden? Ich bin mega zufrieden. Davor hatte ich 3 Jahre GTX 4202 Stock Turbolader und der kommt 1500 Umdrehungen früher und macht oben raus immer mehr. Wirklich? Also 0,2 Bar sind da 50 PS. Aber ist schon mal geil, weil da kann man schon mal ohne Scheiß sagen, dass es der Flo quasi uns erzählt hat, sieht man hier in der Praxis, es wirklich funktioniert bei einem Kunden. Das ist schon echt und krass. Trotzdem wenigen Hubraum. Wir haben bei 4600 Umdrehungen 1,8 Bar und bei 5,5 über 3 Bar. Krass. Also ist er da schon voll da? Ja. Wahnsinn. Bei 2,5 Liter Hubraum, ne? Davon nicht vergessen. Genau. Also wirklich mega. Was musstest du eigentlich jetzt alles ändern für diese Leistung, damit das wirklich haltbar ist? Also ich habe lang rumgeschraubt, viel getestet. Kopfdichtungen beim 5-Zylinder sind ein Problem. Und da habe ich Schneidringe drin, wie du siehst hier Trockensumpfschmierung. Wir können ja mal ein bisschen drüber gehen, dass man bitte was sieht hier noch ab und zu. Ja. Das ist quasi Trockensumpfschmierung. Genau, das ist der Öltank für die Trockensumpfschmierung unten. Ja. Ist es wirklich erforderlich? Dadurch, dass du längs eingebauten Motor hast, ihr habt es gesehen beim Start, bricht dir immer der Öldruck weg. Dann musst du nach Event eigentlich immer Lagercheck machen, schrauben, weil die Pumpe dann in dem Moment Luft ansaugt. Ne? Ja. Ich habe früher Akkusump gefahren, das ist quasi so Vorstufe zu Trockensumpf. Das hat auch nicht schlecht funktioniert. Also ein Öldruckbehälter, ne? Genau. Und jetzt mache ich einmal Saison, Lagercheck, Ende, Thema durch. Okay. Und hält. Wie hast du über die Jahre so die ganzen Erfahrungswerte gesammelt? Immer... Ganz ehrlich und kurz gesagt, doch kaputt fahren. Okay. Hat. Okay. Ja. Also wirklich ist ja, man darf, kann man ja auch so sagen, Geld verbrennen in dem Moment, aber irgendwann hast du... Geld verbrennen? Ja, genau. Ja, genau. Ja, also es ist ja wirklich Wahnsinn, was da über die Zeit so alles zusammenkommt. Ja. Aber nur so sammelt man halt die Erfahrungswerte. Genau. Ne? Das ist schon wirklich krass. Aber ich fahre dann Donoctan, 6-Gang Dockbox-Getriebe und die Sachs CS200-Kupplung. Ist eben durchgerutscht auf dem Prüfstand. Und jetzt fahre ich vom Dotter, habe mir mit ihm eine 3-Scheiben-Tilten gebaut. Mega. Jetzt hast du mit ihm noch viel zu tun, oder? Weil den von ihm hört man nicht ganz so viel. Ja, ich habe mit ihm immer eigentlich regelmäßig Kontakt, wir telefonieren viel, ich besuche ihn dann öfters. Ja. Ich habe halt komplett Billet-Saugrohr, weil da ist mir auch immer alles weggeflogen, geplatzt. Okay. Da fahre ich die Porsche 82 mm voll elektronische Drosselklappe. Genau, und dann haben wir halt komplett auf Campus-Elektronik umgebaut im Auto. Das ist aber dir nicht der Fall, Frolix, ne? Nee. Welchen Hintergrund hat das, dass du auf Canvas umgebaut hast? Alles viel schöner zu programmieren, viel genauer. Volles Data-Logging, komplett. Lässt sich besser auslesen alles, ne? Genau. Und du hast halt alle Werte auf dem Schirm stehen und dreimal so schnell wie bisher mit unseren anderen Steuerungen. Ja. Mega. Was hast du hier für einen Krümmer verbaut? Das ist ein Eigenbaukrümmer. Ah, okay. Ja. Die Dash-Anschlüsse wirklich. Ganze Kinder erschlagen, Alter. Ja, Dash, sein Vater. Die hast du da von Cass, genau. War schon klar. Ja. Ich wollte da keinen Gummischlauch haben. Ja. Ja, weil das ist immer... Immer Potenzial, dass es da Bewegung gibt oder irgendwas abreißt, ne? Wie machst du es bei den Antriebswellen? Weil das ist für mich die größte Hürde, die ich bei mir beim Corrado, denke ich mal, noch haben werde, weil
dass die halten bei dem Vermoschi, also wie das Ding bei dir eintaucht und von Start an so eine Last hat. Genau. Und die sehen jetzt nie dick aus, wenn ich hier reinkomme. Nein, das sind auch Stahlwellen von Werklein, der wo vom Paul Materialmod die Achsen für sein Nissan gebaut hat. Okay. Der hat mir die Antriebswellen gebaut. Ist das AK Motorsport? Genau. Ja. Werklein heißen die jetzt. Ah, okay. Ja, ah, genau. Okay. Früher AK Motorsport. Und die hast du vorne und hinten verbaut, quasi? Genau. Ja. Und Gelenke fahre ich original, also bis jetzt nicht. Ja. Ich nehme zwar immer Wellen und Gelenke mit. Ja, ja. Ja, aber Safety first, ja. Gut, wir müssen auch sagen, wir haben jetzt noch Traktionsprobleme. Ich denke, wenn du dann gut Grip hast, dann schaut es nochmal ganz anders aus mit Materialschlacht und so weiter. Hier geht's noch, muss ich sagen. Genau. Ja. Okay. Wie sieht es aus mit Kardanwelle, Heckdifferenzial? Das ist ja eigentlich auch immer ein bisschen, also zumindest Heckdifferenzial eine Schwachstelle. Kardanwelle komplett Serie, komplett. Und Differential AXZ Torsen Diff vom V8, 6-Gang-Schalter. Ah, okay. Ja, komplett Serie noch. Und ich habe aber immer ein komplett stark verschweißtes dabei, falls Ausfälle gibt. Du hast doch alles dabei, soll das sein? Ja. Die halbe Karre da oben im Hänger hängen, stehen hast du? Ja, lass uns mal zum Innenraum kommen. Ja, der ist aktuell noch nicht fertig. Nee, der ist schön clean. Man sieht ja schon, das Auto ist ja ein bisschen auch auf Gewichtsoptimierung ausgelegt. Ne? Also relativ viel rausgebaut. Also durch das Canvas und so müssen wir halt noch viel testen. Und später werden die Kabelbäume komplett verklebt und mit Hüllen versiegelt. Also du kannst dann nie wieder ran. Und deswegen haben wir die jetzt noch aufgelassen. Ja. Und jetzt nach Race geht das zu meinem Partner, also zu meinem Abstimmer, TME, Telemotorsport Engineering. Du fährst MME Motorsport, sehe ich gerade, ne? Der macht für mich das Mapping. Das habe ich drin gehabt zum Testen. Dieses Schalten, pneumatische Schalten, habe ich aber wieder ausgebaut und das ist gerade noch so der Überbleibsel. Wie ist es bei dir, ist es sequenziell geschalten? Nein, ich fahre ganz normal von Fahrspeed. Shifter und teste ich jetzt dieses Wochenende zum ersten Mal und bin begeistert. Die Jungs kommen aus Dresden? Ja, genau. Ja. Die haben mich auch mal angeschrieben, ohne Scheiß, ja? Hier. Ah. Ja. Die kommen aus Dresden, die Jungs. Funktioniert gut, bin begeistert, super klasse und ja. Geil. Also hast du normal eins, genau. Zwei, drei. Ich fahre einen 6-Gang-Dock, aber für die Viertelmeile reicht bei mir 1 bis 4. Und jetzt im Winter, weil ich halt meine Technik testen will und volles Data-Logging noch die Saison machen, baue ich um auf Liberty. Alles klar. Das ist was? Das ist ein vollsequenzielles Getriebe mit H-Geschalten, also quasi wie Automatik. Okay, krass. Ja. Einfach aber aus dem Grund, weil das jetzt ein bisschen Probleme noch macht? Genau, und beim 01E-Gehäuse, Getriebegehäuse, bekommst du keine Schaltwalze unter. Das ist eigentlich größtes Problem. Ja. Und deswegen hast du immer Probleme, egal welchen Shifter. Ich will da jetzt keine Firma gut oder schlecht machen. Ja. Das sind allgemein, ja. Die Man darf ja auch nicht vergessen, in welchem Leistungsbereich du unterwegs bist. Ne? Also es ist halt auch am Limit. Ja. Was würdest du sagen, das Seriengetriebe, was kann das ab? Das 01E? Also ich habe sehr viele Jungs, Kumpels, Kunden, die fahren 800 PS ohne Probleme. Ohne Probleme, also auch Allradstart und solche Scherze. Ja. Also denkst du, Fohlen könnte man sich auch 800 PS fahren oder was? Ja, natürlich. wie das immer so süß als ist. Ja, natürlich. Das wird wahrscheinlich der Turbolader nicht ganz hergeben, aber... Aber das Gute ist, rein theoretisch könnte man dann mit dem Flo sprechen und eben mal kurzzeitig ein anderes Setup draufsetzen, oder? Oder wo das noch? Oder reicht das nicht ganz? Ich glaube, das ist bei KKK gar nicht so einfach. Nee, wenn er jetzt so einen LM-Lader nehmen würde. Ja, gut, dann sind wir aber bei Leistungsregionen. Was da könnte der Lader jetzt drücken? Also, der Lader lief ja bei Boba und 16 Vampir und so, Eugen Funk, die haben da schon 1300 PS ohne Probleme gemacht. Also könntest du die auch fahren? Ja, das ist auch unser Ziel. Okay. Also jetzt geht er dann, wie ich schon vorhin erwähnt habe, zum Verkabeln fertig und dann fahren wir von da aus gleich wieder zum Paul, dass wir die Abstimmung quasi einmal komplett ans Limit fahren und dann kann ich hier mit meiner Steuerung 6 Boost Levels fahren. Okay. Kann ich dir das zeigen? Das ist geil, ja. Gucken wir mal. Also hier habe ich quasi das Touchpanel vom Motec. Ja. Das ist auf die M-Tron Motorsteuerung getaktet
und kann da alles, also ich kann da alles machen. Hier ist Zündung an, hier ist Boost Level 1, 2, 3, 4, 5, wirklich ähnlich in so einem GT3-Turmwagen, ne? Ja, 6. Krass. Dann schalte ich runter. Hier habe ich meine Launch Control, wie ich immer vorne starte. No? Und ich muss da nichts drücken. Die schaltet komplett vollautomatisch ab. Krass. Also okay. Ich fahre an den Start, ziehe meine Handbremse, lege die erste Welle ein, gebe Vollgas, hupf runter, mache Handbremse auf, schieß los. Und dann nach 15 km/h schaltet die automatisch ab. Achso, und meine kurze Frage, welches Boost-Level fährst du aktuell jetzt in den Videos, die wir schon mal eingeblendet haben? Ich fahre heute für den Renntag Boost-Level 1. Wirklich? Ja, das sind 3 Bar. Und auf dem Prüfstand die 1166 PS am Rad, das war mit 3,7 Bar. Willst du heute nochmal 3,7 aufdrehen? Wir wollen aufdrehen, ja. Ja, sehr gut. Ja, und ich kann euch das mal zeigen. Hier habe ich eigentlich eine Start-Stopp-Automatik, da ist ein Fehlerspeicher drin. Hier habe ich meine Lüfter, Zusatzwasserpumpe, also ja, das Sache, geht ja. Alles. Echt easy. Übelst easy, oder? Ja. So muss das funktionieren. Ja, genau. Und dafür habe ich die Steuerung eingebaut. Ja. Und jetzt habe ich, sobald das Auto läuft, volles Data-Logging. Okay. Alles. Kühlwasserdruck, Kurbelgehäusedruck, Abgasgegendruck, 7-mal Abgastemperatur, Vorladeluftkühler, Nachladeluftkühler, alles. Benni, das geht so geil hier! Jetzt geht der Sprit! Rennbenzin! Jawohl! Ja, ja. Geil! Geile Sache. Dann hast du hier vorne noch Schaltanzeige, hä? Hier, das ist im Tacho integriert. Ja. Ja. Kann ich hier noch mal anmachen. Hier ist das quasi integriert und hier ist die Ganganzeige. Geil. Ja. Das ist wirklich viele Teile von so einem GT-Rennwagen, ne? Also, ja. So wie die GT Masters fahren. Genau. Benni, kann ich mal reinsetzen? Ja, natürlich. Ich will nur mal gerne irgendwas wissen. Und zwar, oh Gott. Benni, wie passt du hier rein? Frage ich mich gerade. Fragen sich immer viele. Aber das ist Presspassung. Benni, warum ist hier unten dieser Nuppel dran bei der Kupplung? Das brauchst du als Anschlag, dass du die nicht überdrückst. Weil die ja mehrere Scheiben hat und dann wandert die weiter raus, die Kupplung. Ja. Und dann brauchst du einen Anschlag, sonst geht die schnell defekt. Geht nicht. Probier mal der 3. Ja, das geht. Ist ja, drin? Schon drin. Wirklich? Ja. So das kurz? Bisschen? Ja. Ach doch, nur dieses Einspringen, ne? Genau. Vor allem hier, wie leicht, ne? Ja. Krass. Und was macht jetzt den H-Speed-Shifter für dich anders wie, wie die anderen Shifter, die CAE-Shifter zum Beispiel? Ja. Die Anbindung ist mega, weil es einfach Serie. Okay. Und Serie funktioniert in der Regel immer. Ja, das stimmt. Ja. Geil. Kannst du ihn ja auch wissen, dass du die 1-2-1 wählst? Wie du merkst, wenn du mal so rüber gehst, die Gassen, dass die Feder, lass mal losspringen. Okay. Einfach so rüber drücken und lass losspringen.
Also da ist eine richtig starke Feder drin. Ach so, die tut die direkt genau. Auf die 3 quasi ja, rein haben. Genau. Alles klar. Und dann funktioniert das gut. Dann sehe ich hinten eine Lightblocks-Batterie. Hast du neu drin? Das ist ja relativ ja, frisch, ne? Ich habe die eigentlich schon sehr lange. Bisher hat es sich immer nicht ergeben, weil immer Baustelle. Ja. Und jetzt habe ich die noch upgraden lassen, dass ich einen Killswitch drin habe. Jetzt weiß doch mal irgendwas ist. Genau, irgendwo, jetzt ja. Habe ich die eingebaut, funktioniert mega. Bin super begeistert, alles gut. Sehr geil. Ja. Jetzt bereit, ich würde fahren. Geht los jetzt. Ich glaube, hier vibriert die ganze Bude, wenn ich losschieße. Oh, scheiße, den zweiten Jungen, jetzt den dritten reinklappen. Ja, da geht wirklich schon heftig in die Knie, ne? Ja. Also, das ist halt wegen langen Radstand und ja. So weiter. Aber das war schon beim Jens Eklund damals so. Ja, das Ding hat genau. Ja auch fast mit der Stoßstange ja. Hingeschliffen. Das deswegen war schon brauchst du eigentlich Trockensumpfschmierung, da kommst ja. Du um nichts anderes rum. Auch bei weniger Leistung schon? Also grundsätzlich macht es ja immer Sinn wahrscheinlich. Aber ich empfehle ab 800 PS empfehle ich immer Trockensumpfschmierung. Weil du hast immer konstant Öldruck, deine 5,7, 5,8 Bar. Mhm. Mehr Öldruck machen wir nicht. Das ist dann wieder für die Dichtungen problematisch, ja. Aber der konstante Öldruck ist wichtig. Aber nur bei den längs eingebauten, oder? Oder sagst du es auch bei wie beim R30 Turbo? Wäre sinnvoll. Da funktioniert es ja bei euch problemlos eigentlich. Mhm. Ja. Aber ist trotzdem ein relativ großer Kostenfaktor, ne? Der Umbau auf. Wir machen halt, ja, ich habe einen guten Kumpel, der fräst das. Kees Gorder von Holland, Grüße. Und geil. Ja. Mit den Jungs mache ich das und wir haben das auch so konstruiert und viele Kits lagernd, ja. Dass das ja, vom Verkaufspreis gar nicht so teuer ist. Okay, wie viele Liter Öl sind dann eigentlich drin insgesamt? Du kannst verschiedene Öltanks einbauen. Ja. Wir empfehlen immer 10 Liter. Okay. Ja. Ich glaube, Serie sind ja nur 4,5 oder so, ne? Relativ ja, wenig. 5 Liter. 5 Liter oder ja, so, ja. Genau. Kofferraum, müssen wir mal noch drauf eingehen. Hier ist ja einiges passiert drin. Ja, leer und Tank. Ja, ja, hier fahre ich einen ATL-Renntank. Die sind super, funktionieren mega. Dann brauchst du halt keinen Catch-Tank mehr. Hm. Weil ich habe die Schnorchels, einen vorne, einen hinten, einen hier seitlich und einen hier. Dann entfällt der Catch-Tank und ich hatte früher sehr viele Stromprobleme, weil ich 4 Bierbock-Pumpen gefahren habe und deswegen fahre ich hier jetzt nur noch eine Weldon Drag Race Pump. Quasi die große hier, ja? Genau, die macht 1800 PS auf Ethanol, geben die frei. Du fährst aber keinen Sprit mehr, oder? Nee. Ich fahre Ethanol mit C23 runtergemischt auf, ich nenne es C85. Ah, okay, das heißt dann ungefähr, also ist das schon fast schon so ja, ein bisschen... Ja, dieses Rennbenzin hat 120 Oktan. 120. Und Sprengstoffmäßig schon hier. Ja, genau. Da geht richtig Zündung. Aber da sag mal was im Vergleich zu, nehmen wir jetzt mal an, du würdest jetzt mit 102 Oktan alles rausholen, was geht, was denkst du, wie viel Leistung würde fehlen oder was würdest du dann für Leistung rausholen? 300, 400 PS weniger. So viel, definitiv, ne? Ja. Wahnsinn. Ja, durch das Ethanol musst du ja 30% mehr anfetten, ja. Weil es schlechter verbrennt und daher kühlst du ja deinen Brennraum ja. Und bringst wieder so viel Sauerstoff und Frischluft rein und dann kommt die Leistung. Wahnsinn, ne? Und dann kannst du Druck fahren des Todes. Krass. Den Tank sehe ich, hast du ja auch umgebaut, ne? Ja. Normalerweise hast du ja den Stahltank drin, der eigentlich immer Sorgen bereitet bei C4 gerade, ne? Der war tatsächlich gut, aber da ich ja sehr selten fahre oder halt dann nur Event, ja, brauchst du nicht so viel, sonst geht der Sprit, wird alt und ja. Ich habe noch eine Frage, Schnellverschlüsse, warum? Ja, das ist eine komplette Stoßstangenhaut. Okay. Und ja. Also quasi einfach abgeformt? Genau. Ja. Die hat 2 Kilo. Okay, das ist geil. Heckklappe kommt jetzt auch noch. Ja. Weil ich hier dann für die anderen Events brauche ich hier ja Bremsschirm. Habe ich alles schon vorbereitet, muss ich dann nur noch hinschrauben. Und da kannst du ja dann nicht mehr zuklappen. Da muss ich auch mit Schnellverschlüsse das komplette Ding abnehmen. Bremsschirm rein und Abfahrt. Okay. Brauchst du wirklich immer ab 1000 PS? Wie war das immer gewesen? Das ist, wenn du eine bestimmte Zeit unterschreitest. Wenn du dann unter 10 Sekunden, meine ich, ist das Vorschrift, brauchst du dann Bremsschirm. Dass der Schirm funktionell da ist. Was auch sinnvoll ist. Ja. Das braucht man nicht reden. Bremsanlage fahre ich hinten komplett Serie mit Tarok-Scheiben und Rennbelege.
also Ferodo, der ist 2500. Ja. Und vorne fahre ich eine Brembo Junior, habe ich sie getauft, von Seat Leon, 314er, okay. Dass ich original, ja. Dass ich original C4 Schmiederad drauf drehe. Ah, okay, wegen Gewicht, ja, auch, ne? Wegen Gewicht und wegen den Dragslicks, ja. Weil die gibt es ja nur in, ja, besondere Größen. Okay. Ja. Was schätzt du das Gesamtgewicht jetzt vom Fahrzeug ungefähr? Ich habe den schon mal gewogen, allerdings schon vor 1,5 Jahren. Da war er so ähnlich. Da bewegen wir uns bei 1380 Kilo. Das ist noch ganz schön viel. Trotzdem, ne? Recht viel. Fahrer. Ja. Ja. Ja, du nochmal 80? Ja, da kannst du noch 20 draufpacken. Ja. Aber ja, ihr seht, da ist noch gut Potenzial. Ich mache alle 4 Türen aus Carbon und Heckklappe aus Carbon. Und im Winter kommt sowieso Liberty und dann wird da alles radikal umgebaut. Aber muss man trotzdem mal sagen, für 1400 Kilo, ne, und trotzdem heute eine 9,7 gefahren. Ist schon krass. Ja. Das ist schon eine ganz schöne Ansage. Und noch nicht voll aufgedreht. Ja. Ich bin gespannt, wo du jetzt hinkommst. Wimi hängt bei einer 9,1 gerade. Ne? Ja. Willst du da ran? Schauen wir mal. Du hast ja gesagt, Grip-Probleme, ne? Genau, Grip-Probleme, weil halt die Reifen nicht so breit sind und ich fahre die jetzt erstes Event. Ja. Ich muss die noch ein bisschen anfahren und da noch ein bisschen mit Luftdruck spielen bei mir. Ja, und ich bin dieses Auto jetzt nach Race 1000 2018, habe ich ja die 300 gefahren. Genau. Und seitdem habe ich gebaut. Ach so, das wäre eine geile Frage noch. Willst du halbe Meile auch mal fahren? Halbe Meile ist noch der Plan, einmal diese Saison. Eigentlich. Wann? Was denkst du? Zum dieses aktuelle schaffe ich es nicht. Ich muss mal schauen, wie es so. Wenn du fährst, sag Bescheid, dass wir nicht mehr reinziehen, wo da rauskommst. Also ich will meinen eigenen Rekord halt überbieten. Ja. Ja. Man muss schon sagen, die 300, das war schon eine ganz schöne Ansage. Also 300 ist schon eine harte Grenze, die erstmal zu schaffen. Koffer. Ja, ja, eben. Ist ja trotzdem, ne? Ein guter Kampf. Ja, das glaube ich, ja. Da bin ich 1040 PS gefahren, am Rad, beim Dotter abgestimmt. Ich würde so gerne mit dem Corrado Ultra knacken auf der halben Meile, aber ich würde es wirklich nicht schaffen. Das wird schwierig. Ja. Steffen, uns alles nicht. Geil. Ja. Was empfiehlst du jetzt? Also pass auf, ich bin mal ein bisschen vorne weg. Also pass auf, ich hätte richtig Bock. Es ist kein Spaß, ich hätte richtig Bock, jetzt den Volk so anzuheizen, dass der direkt mitzieht bei mir mit der Leistung. Ich will, dass der auch auf die 800 geht. Und dann musst du durchziehen. Weil Steffen kann hier alles machen. Der schafft das halt nicht mehr. Also da müssen wir was Geiles überlegen, wie wir den Typen überredet bekommen in seinem C4 800 PS. Und müssen den Motor erstmal so zum Laufen. Du kannst dem eigentlich schon täglich Videos schicken, schöne Nachrichten. Ja. Wenn du den anheizt, guck mir, wenn du den anheizt, ist der in der Woche schon bei dir unten. Gut, ich hätte sogar verschiedene Aggregate lagernd. Ja, sehr, was haben wir lagernd? Ich habe einen 2,5 Liter Block für 1000 PS lagernd. Ja, ne, mach mal das, Bullix. Beruhige dich. Wir müssen erstmal die restliche Karosse zusammenkriegen. Der hängt doch irgendwo die Heckklappe, die wir uns angebaut. Ich bin ja bei irgendwelchen Gummihaltern und sonst was. Guckt dir das an. Ist das nicht schön? Das ist eine wahre Pracht. Wirklich, als hätte ich noch eine Heckklappe aus dem Werk bekommen. Jetzt wie immer, wo ist die Mutter dazu? Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Hast du Kontakte, wo man sowas hält, kommt Benni? Ganz schwierig. Schwierig. Da. Gut, du brauchst ja nicht mehr, wie man sieht. Genau, mit so Restauration. Puh. Ich sag mal, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Ja, ja. Die Richtung schweift gut ab von so Technik und Motorsport und so. Restaurieren ist auch so ein intensives Feld. Ja, von frisst so viel Zeit. Brutal. So viel Suche deswegen, so, ne? Ja, wenn man da so tiptop restaurierte Audis sieht,
die Ersatzteilversorgung, weißt du selber, ist auch gar nicht gut. Wird jedes auch schlimmer eigentlich. Da musst du da den Hut ziehen davor. Und das sehen halt die Leute immer nicht. Benni, ich muss mal ein kleines Lob an dir sprechen. Schon wenn du so erzählst und man dir dich spricht. An sie immer noch. Aber dann hast du angebunden. Natürlich, dass du zu mir sagst. Nee, wirklich, du bist super sympathisch, muss ich echt sagen. Du erinnerst mich ein bisschen an Steffen von der Art und Weise vom Erzählen, oder, Frohlix? Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich so, ey, Knuddelbärchen, siehst du aus, wirklich. Du bist super sympathisch, finde ich richtig genial. Das ist nicht typisch, wenn man in dieser Szene das wenigste alleine, ne? Ja, ich weiß das, aber wir sind alle gleich. Ich reduziere da eigentlich keinen auf sein Auto. Ja. Es macht einfach Spaß. Und auch die ganz anderen Jungs zu sehen, egal ob 5, 6, 700 PS oder 1000 plus. Ja, wir kommen eigentlich alle aus dem Grund hierher, um uns zu verbessern und Spaß zu haben. Richtig, das finde ich halt geil. Ich finde, es gibt viel zu wenig Leute, die in dieser Leistungssegment überhaupt noch einsteigen. Die Jugend stirbt aus, was das angeht. Das man sollte eigentlich durch die Videos den Mehrwert erkennen, dass Leute mal wieder irgendwie Bock haben, mal wieder was zu entwickeln, mal was zu schrauben, mal Bock zu auf tüfteln. Mal wieder Viertelmeile Bock. Ja, ist so, genau. Ich bin da aktuell dran. Ich habe einen sehr guten Kumpel, Tim Dürsen von Old Audi Parts mit dem Silver Warrior. Und wir wollen da wieder ein bisschen die Szene hochziehen. Finde ich geil, wirklich. Ja. Ich baue mit ihm auch jetzt ein B3 Drag Race Auto. Das wird erst nächstes Jahr zu sehen sein. Und da kommt auch richtig heftiger Ballermann drauf. Was ist ein B3 Drag Racing? Das ist ein Audi 90, also Typ 89. Okay, quasi der Nachfolger von dem, der hier vorne steht. Okay. Das ist ein B2 und ein B3 ist der Nachfolger. Genau. Und was heißt richtiger Ballermann? Hier ist dann auch weit über 1000 PS. Genau, also Lader wird dasselbe wie Wimmy hat. Wie Wimmy hat? Ja, genau. Also vier Striche im dritten Gang. Ja, so ist der Plan. Geil, wirklich. Ja. Ey, Benni, wir müssen dir auf jeden Fall in der Firma besuchen kommen. Das natürlich. Werden wir jetzt auch mal in der Zukunft definitiv mal angehen. Ihr seid herzlich eingeladen. Ja. Ich stelle da meine Erfahrung und eigentlich meinen Raum so zur Verfügung und wir machen da immer Abstimmtage. Für die Jungs mit TME zusammen. Ja, mega. Und dann stimmen wir die Autos ab. Erstmal Glückwunsch, dass du so ein super sparischer Kerl bist, mein Alter. Wirklich. Und hier, Dankeschön. Dass alles läuft und das ist richtig abrockst heute noch hier. Richtig fett. Also ist Diff Schrott beim Benni? Diff Schrott? Willst du das echt? Und der sagt auch, nee, komm, wir wechseln hier aufladen, heben. Die Jungs sagen, kannst du vergessen, wir tauschen das Diff jetzt einfach. Du hast kein Mitbestimmungsrecht. Genau, wirklich richtig, richtig geil. Benni, was passiert? Differentialgetriebe gesprengt. Und, aber deine Kumpels haben dich jetzt überredet zu wechseln. Ja, ich muss jetzt ein bisschen runterkommen und die fangen gleich an. Geil. Ja. Solche Kumpels brauchen wir halt, ne? Ja, bringt mega nichts. Geil.
Nur im Team ist man stark. Das ist deine Lager hier, hä? Ja. Brutal. Steffen, kannst du das ausführen? Kannst du mal zeigen, wie der runtergeht? Lass das nochmal. Rechte Tür auf, einmal alles holen. Dann 6er im Bus, 8er im Bus, 8er und 6er. Die 8er Beschlagschrauber oder? Ja, ja. Hast du den Kleinschrauber? 6 für den Schlagschrauber. 6er immer für den Schlagschrauber. Auf! Nee, lass dich weg. Hey, lass mal. Was brauchst du denn? Wir sehen uns. Ja, ja, danke, genau. Danke. Dein Audi, der kommt noch zu mir. Geil, dann mache ich jetzt mal einen kleinen Porn. Ja, genau, bitte. No? Willst du mal deinen eigenen Carport ankündigen? Das haben wir nicht gemacht, oder? Ja, wie es ist. Du kannst nicht sagen, Frolix, los, das mache ich dir in Gucken hier. Frolix, gib alles. Ja, genau. Richtig Druck. Ja.